Inzwischen aber nähert sich Pompeius der Hauptstadt. Auf der Flucht kommt er vom Schlachtfeld bei Pharsalos und will, Rast suchend, im Hafen Alexandriens landen. Potheneus hatte ihm gleisnerisch freundliche Aufnahme zugesagt, aber lässt ihn heimtückisch bei der Landung niederstechen. Der große Römer erlag der Hinterlist des Eunuchen. Cäsar in Alexandrien. Da erscheint auch Cäsar, der Sieger. Kleopatra steht noch fern an der syrischen Grenze, aber ihr Herz schlägt höher. Dieser Römer muss ihr helfen. Der Herr der Welt hatte beim Einzug in Alexandrien einen üblen Empfang. Er hatte die Streitbarkeit und das leidenschaftliche Nationalgefühl dieser Rom ebenbürtigen Weltstadt unterschätzt und nur etwa 3000 Mann zur Sicherung seiner Person mitgebracht. Murren, Tumult, Geschrei empfing ihn, als er mit dem ganzen Pomp eines römischen Konsuls zum Königspalast zog. »Hier ist Ägypten! Was will der Römer in unserem Land?« Aber Cäsar war kein Mann der Furcht. Den Herrscher spielend, lud er zunächst den Ptolemäus zu sich, der noch bei Pelusium stand, und Ptolemäus kam. Kleopatra konnte sich in die Hauptstadt nicht wagen, denn Pontheneus beherrschte mit seiner Kamarilla die Stadt. Aber sie musste Cäsar sehen, ihm begegnen. Sie war sich ihrer Reize bewusst, die zu gut für ihren Bruder waren, und plötzlich kam auch sie.